Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Kuckuck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt. Baphomets Fluch. So, ne? Das neue Retro Point and Click Projekt bei mir auf dem Kanal. Bevor wir hier weitermachen, will ich noch ein paar Worte verlieren. Wir haben gestern Monkey Island ad acta gelegt, beendet, abgeschlossen. So, und wir sind heute hier nicht und sind hier nicht mehr bei LucasArts. Diese Worte richte ich besonders an die Person, die jetzt die letzten Retro-Point-and-Click-Adventures hier bei mir erlebt haben. Wenn du jetzt hier neu auf dem Kanal bist, das hier siehst. Ja, wir haben zuletzt Monkey Island gespielt. Was wie gesagt gestern zu Ende ging und jetzt ich mich in dieses neue Abenteuer stürze. Was heißt neu? Neu ist es nun auch nicht mehr. Das Spiel ist von 1996. Er heißt im Originaltitel Broken Sword. Besteht aus, oh Gott, das ist schwierig, das ist, es sind, was heißt, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Es sind 5 Teile. Das ist logischerweise der erste.
Der zweite Teil ist auch noch in genau derselben Grafik. Der dritte Teil ist dann typisch Ende 90er. Alle mussten auf 3D springen. Egal was es war. Wieder in 3D, auch wieder in 3D wie bei einigen anderen Spielereien der damaligen Zeit. Der vierte auch in 3D. Der fünfte ist in Cell Shading entstanden. In Anlehnung hier an die ersten beiden Teile. So, dann gibt es noch den Baphomets Fluch 2.5, der sich zwischen Teil 2 und Teil 3 einreiht, aber dennoch kein offizieller Titel ist. Wir werden ihn aber dennoch spielen, wenn ich ihn auch zum Laufen kriege. Mit Windows 10 ist es ja immer so eine Sache mit den alten Spielen. Genau, wir spielen hier das Original von 96, den ersten Teil, der auch der beste Teil von allen war. Warum, werden wir sehen. Und warum ich das auch so empfinde. Wir spielen über ScumVM. Die alten Spiele spielt man über ScumVM. Sowas hier. Click and Point Adventures oder. Es gibt auch noch andere Sachen, die man über Scum spielt. No. Ja, da hupt's schon wieder. Wir erleben hier einen Kriminalfall, der jetzt eben so begonnen hat, wie wir es im Intro gesehen haben. Der Typ ist halt als Clown da rein, hat eine Bombe gelegt und hier der Urlauber, der George hier, der ist ja jetzt, ist natürlich neugierig und will wissen, was hier los ist. Ja. Es mag vielleicht den einen oder anderen von euch geben, in meiner Generation, in meinem Alter, der das Ding kennt. Jüngere Zuschauer könnte vielleicht diese all die Grafik abschrecken, was eigentlich oft der Fall ist. Aber wer wirklich so was, so mal was Geheimnisvolles mal sehen, wie man mal richtig sehen will. Das ist Baphomets Fluch bietet eigentlich auch genau das. Ich war damals, als ich das erste Mal gespielt habe. Und auch nachher noch, als ich es ein zweites und ein drittes Mal gespielt habe. Es hat mich einfach gefesselt damals, damaliger Zeit. Muss ich sagen, es fesselt mich eigentlich immer noch, obwohl ich es eigentlich kenne. Es ist eine ganze Weile her, als ich es das letzte Mal gespielt habe. Ich werde nicht mehr alles wissen. Und ich werde mir bei den nächsten Folgen dann auch mal versuchen, die Lösung parat zu haben. Weil ich bin mir nicht sicher, als ich es das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich mich da verspielt habe. Ich meine, verspielen in normalen, also in anderen Spielen, so wo man, ja, wenn man jetzt, ich meine, wer auf meinem Kanal unterwegs ist, weiß, dass ich Gothic spiele. Verspielen heißt dort sterben. So, dann ist man tot, lädt neu. So, aber hier bei solchen Spielen, bei solchen Point-and-Click-Adventures, wenn man sich dort verspielt, in solchen, wo man es noch konnte, sich verspielen, ist eben, dass man spielt weiter 2, 3 Stunden und dann merkt man erstmal, man hat vor 3 Stunden irgendwas verkehrt gemacht, sodass man nicht weiterkommt. So, das war LucasArts, war ein Kandidat dafür eben. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch ging. Ich müsste schwindeln nicht und ich habe viele der Szenen hier im Spiel noch im Kopf, aber die genauen Wege dahin, die habe ich auch nicht mehr alle auf dem Schirm. Ja, wie gesagt, das ist eine ganze Weile her. Das ist mindestens, ja, bis 2009, 15 bis 20 Jahre her, als ich Baphomets Fluch das letzte Mal gespielt habe. Ja. Es ist auf jeden Fall keine Komödiengeschichte, sage ich mal, wo man jetzt erwarten kann, dass hier alles auf lustige Weise zugeht. Es ist eine geheimnisvolle Geschichte. Auch ernst, es ist natürlich ein Stückchen Humor drin. Humor wird überall ein bisschen mit reingepackt. Ja, aber dass der Humor oder so hat keinen Vorrang. Der Vorrang hat natürlich, hier den Fall zu lösen, hinter die Geheimnisse zu kommen, die wir finden. Und ne, da müsste ich zu viel ausholen. Da müsste ich anwenden, zu viel spoilern, wenn ich das jetzt sagen würde. Auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wer wirklich hier daran jetzt interessiert ist, wie es hier weitergeht, also es ist
richtiges schöner Mix von den und die zwischen so der alten Grafik, aber auch einer interessanten Geschichte. Und die Grafiken, die wir hier sehen, die sind eigentlich auch ganz gut gemacht, finde ich. Sind natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, wie wir sehen. Es ist nicht ganz so glatt gebügelt wie neuere Spiele. Ist ganz klar, ist von 96. Was will man erwarten? Das war 96, da war Windows 95 gerade aktuell. Einige von meinen Bekanntschaften hier in der Community, die hat es dann auch lange nicht gegeben, sage ich mal. Oder sind gerade mal so alt. Oder? Ja. Da kommt man sich richtig alt vor. So, aber bevor wir es weitermachen hier, würde ich jetzt mal sagen, wir speichern das ganze Ding mal hier ab. So, wir machen das gleiche oben mit drauf. Das war mein Testspeicherplatz. So. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal in das lange, aber auch wahrscheinlich auch mein letztes Projekt. Wenn wir alle Teile durch haben hier. Wird es zwar noch Point-and-Click-Adventures irgendwie geben auf meinem Kanal, aber keine so retromäßigen mehr. Es gibt neuere Titel, davon habe ich schon gesprochen. Es gibt auch noch von LucasArts, es gibt auch so viele Titel, die mehr oder minder bekannt oder unbekannt sind. So. Aber ich habe gesagt, ich mache noch Baphomets Fluch, das will ich noch gemacht haben. Wenn ihr aber wollt, dass ich nach Baphomets Fluch noch mehr, auch gerade Retro-Sachen machen, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Natürlich würde das dann erst kommen, wenn Baphomets Fluch komplett durch ist, ja. Also damit meine ich die gesamte Reihe. Meine Philosophie steht, wenn Baphomets Fluch, dann alle Teile. Ich hoffe mal, die Technik lässt mich da nicht im Stich, was halber, wo es darum geht hier, das Ding, wie ich erst schon sagte, auf Windows 10 zum Laufen zu kriegen. Wenn das alles hinhaut, an mir soll es nicht liegen. Ich will alle Teile spielen. Den vierten, der letzte, den ich versucht habe anzuspielen, war der vierte. Habe ich auch ein Stückchen angespielt, aber nie weitergemacht. Warum? Ich glaube, ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Und weil es so fernab des Originals war. Aber wir stürzen uns in das komplette Abenteuer jetzt hier rein und ich hoffe, wie gesagt, ihr bleibt dabei. Und jetzt haben wir hier schon fast 13 Minuten gequatscht, nichts erreicht. Höchstens, dass ihr jetzt wisst, so ein bisschen, worauf ihr euch hier einlasst und was ihr noch nicht wisst, werdet ihr sehen. Lasst euch überraschen. Damit beginnen wir jetzt, wie gesagt, unser neues Point-and-Click oder Click-and-Point. Ist doch scheißegal, wie rum man es spricht. Es ist trotzdem das gleiche Adventure. Click-and-Point-Adventure, Point-and-Click-Adventure. Stürzen wir uns jetzt in Baphomets Fluch. Und der George soll uns erstmal sagen, was hier alles so gehauen und gestochen ist. Wir haben hier von der Spielmechanik, wir haben im Gegensatz zu den alten LucasArts-Spielen, haben wir keine Bar hier unten oder so. Wir haben hier den Cursor, der sich je nachdem, was wir hier, was wir. Der Schirm hat mich vor der Wucht der Bombe beschützt, aber jetzt ist er zu nichts mehr nütze. So, wir haben jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die rechte Maustaste gekriegt. Ich muss mich da selber erstmal wieder reinfinden. So. Hier kann ich sagen, der soll das Ding benutzen. Die Zahnräder sind Das immer hätte was, benutzt. unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre, aber nicht sehr viel. Es gibt natürlich auch Untertitel, die sind aber auf Englisch. Wer die Untertitel haben möchte, die englischen Untertitel. Ich persönlich möchte keine englischen Untertitel haben. Wir haben hier deutsche Sprachausgabe. Besser geht's nicht. Ja, wer unbedingt die englischen Untertitel drin haben will, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich die dann auch sogar mal an. Ja, und jetzt, wie gesagt, gucken wir uns erstmal rum. Das hier ist natürlich eindeutig. Wir wollen was aufheben. Ja. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salaheddin 1345. Wir gucken uns mal hier das ganze Ding hier an. Mach mal. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob Ich wir. untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt.
Was du nicht sagst. Ja. Ihr sagt doch, glaube ich, das Gleiche. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Ich versuche mal gerade den Cursor hier, wenn ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich die Lupe. Was die Lupe macht, ist ganz klar, dass wir uns das Zeug angucken. Wenn ich jetzt aber Die hier... Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Genau so sieht's aus. Ja, ist irgendwo noch den Schirm, will er nicht, darunter will er sich nicht verkriechen. Ist das immer noch der Schirm oder ist das schon wieder das nächste Objekt? Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber nicht sehr viel. Ja. Warte mal, ich will mal kurz hier gucken hier. Haben wir hier Optionen? Wir haben Restart, wir können die Szene, das bedeutet, wir können die Szene komplett neu starten. So, Restore. Achso, das war Laden. So. Getan. So. Wir gehen mal hier rein. Das hat gefetzt. So. Wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier wechseln kann auf... Das müsste ich eventuell nochmal nachgucken. Ich glaube, ich könnte hier wechseln. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink. Aber ich kann Brandy nicht ausstehen. So. Ja, mit der können wir quatschen. Ich versuche, seinem Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Naja, also, ich sag mal ehrlich, wenn man mal seinen Ausweis vergisst zu Hause, ich meine, da muss man nicht gleich nicht existieren. Also, entschuldige bitte, aber. Dann gehen wir mal hier rüber. Quatschen wir mal mit seiner Flirterei, die er gemacht hat. So, bitteschön. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Wir sind mal ehrlich. Nö, aber als Kind habe ich immer Krankenhaus gespielt. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Nein. No. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy. Na gut. Oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Es ist kein Brandy, als Wasser. Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Was ist mit dem alten Mann? Ist er tot? Wie gesagt, wir wollen mal ehrlich sein, ja. Ja, er ist tot. Oh mon Dieu. Ich habe noch nie eine echte Leiche gesehen, außer meine Grand-Maman. Aber das war was anderes. Sie war Familie. Ist er schon steif? Ich denke nicht. Er ist erst ein paar Minuten tot. Uff.
Entschuldigung, es ist schon sehr spät. Zu spät eigentlich, aber die Folge muss raus, die soll ja morgen kommen. So, jetzt warte mal überlegen, warte mal. Stimmt, da oben haben wir das Inventar. Wie kriegten wir das Inventar auf? Ja, verflucht nochmal. Ja, wir gucken, notfalls gucke ich mal ins Netz, wegen der Steuerung, weil hier über das Menü sind wir keine Optionen oder sowas. Der Rest, was wir haben, ist nur das Scum-Menü selber, aber das ist ja allgemein gehalten für die Spiele. Ja, aber ich glaube, wenn wir. Oder warte. Ich. Kannten Sie Ja. den alten Mann? Nein, Monsieur. Den habe ich nie zuvor gesehen. Wie benahm sich der alte Mann? Er war nervös. Er schaute sich ständig um, zur Tür, auf die Uhr. Als ob er auf jemanden warten würde? Ja, würde ich sagen. Er hatte vor irgendetwas Angst, das ist sicher. Wenn Sie mich fragen, hatte er eine Affäre. Er hatte diesen schuldbewussten Blick wie ein Ehemann auf Abwägen. Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam? Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Es war die reinste Begräbnismusik. Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden. Erzähl Hat der weiter. Clown mit dem alten Mann gesprochen? Nein, er lachte ihn nur aus. Dann grapschte er sich den Koffer des alten Mannes und rannte raus. Haben Sie gesehen, was der alte Mann in seinem Koffer hatte? Nein, er hat ihn nicht aufgemacht. Was machte der alte Mann, als der Clown sich den Koffer grapschte? Nichts. Er saß einfach da, wie erstarrt. Hat der alte Mann versucht, den Clown zu stoppen? Oh, dazu hatte er überhaupt keine Möglichkeit. Der Clown ließ sein Akkordeon fallen und rannte zur Tür hinaus. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht mehr. So, das ist hier oben, das ist unser, das ist, glaube ich, das Inventar. Gehörte diese Zeitung dem alten Herrn? Weiß ich nicht. Jemand hat was draufgekritzelt. Da steht Salah Eddin, 1345. Sagt Ihnen das etwas? Non, Monsieur, nichts. Was diese Zeitung anbelangt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Was diese Zeitung anbelangt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Alles klar. So. Ja, komm. Bleiben. Ich schaue mich draußen mal nach Beweisen um. So, hier oben haben wir das Inventar. Genau, hier brauchen wir ja bloß hochfahren und dann sehen wir das. Das ist aber auch schön, wie das Spiel so die. Das ist ja noch im 4 zu 3 Format, wie man sehen. So, hat aber hier diese schwarzen Balken und die schwarzen Balken haben ja tatsächlich den Nutzen eben hier unten das Sprachmenü, wenn wir das Dialogmenü und hier oben halt das Inventar. So, wir können uns die Tische nochmal hier alles angucken. Ach, das hatten wir schon. Ich durchsuche seine Taschen. Nichts. Ich will mal gucken, was der Unterschied ist jetzt von rechter und linker Maustaste. Aber hier drin ist nichts weiter zu finden. Dann würde ich sagen, wir speichern das ganze Ding aber wieder mal ab hier. Wir machen das auf die 1 mit. So, versuchen mal hier rauszugehen. Stopp, keine Bewegung. Hey, nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, oh non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite.
Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und... Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen? Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass... Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Maigret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Das ist was anderes, Mouet. Die brauchten ja auch Assistenten. Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Ich bezweifle, dass Sie für ein Verhör in Form ist, Monsieur. Meine Nase sagt mir, dass sie getrunken hat. Es ist, wie ich befürchtete. Wir sind in eine Lasterhöhle geraten, Mouet. Überlassen Sie sie mir. Ich weiß, wie man mit betrunkenen Frauen umgeht. Das bezweifle ich keinen Augenblick. Et maintenant zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobbart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, no? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Wie gesagt, wir antworten mal ehrlich. Ja, wir haben den gesehen, ja, im Intro, ja klar. Stimmt, der ist ja hier, der hat ja geflirtet mit der Pippi da. Und der ist ja, der dann rein mit seinem Koffer und der Clown ist ja dann hinterher. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Yep. Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Ein Akkordeon? Bon, das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch. Ist das Mädchen in Ordnung, Mouet? Oh, sie wird's überleben. Falls sie ihren Cutter überlebt. Sie erinnert sich nicht, einen Clown gesehen zu haben, Monsieur. Das ist seltsam, finden Sie nicht, Monsieur? Ich frage mich, wem ich glauben soll. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert dem Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte... Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. So. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Wir haben ja die junge Dame da gerade gesehen. So, und an diesem Punkt machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich speichere das jetzt mal auf der 2 ab hier. Warte mal. Das werden ja mehr. Machen wir so. Speichern. So.
Und damit machen wir Feierabend heute für die erste Folge. Und da steht es ja sogar: Broken Sword, The Shadow of the Templars. Ja. Wurde zwar noch nicht so gesagt oder sowas hier im Spiel. Ich habe es extra nicht gesagt, um nicht irgendwie zu spoilern, aber es steht ja im originalen Titel mit drin. So, es geht hier um die Templer. Ja. Wie das alles zusammenhängt, wie gesagt, werden wir sehen. Und damit hoffe ich, diese erste Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen.